So, hi Sascha. Heute ein Sieg gegen Mülheim Kärlich. Dadurch sind wir jetzt an der TuS vorbeigezogen. Wie war das Spiel für dich? Ja, ganz klar, heute Arbeitssieg. Genau wie wir uns das schon im Vorfeld gedacht haben. Hier war es halt wirklich sehr, sehr schwierig heute. Der neue Platz hat es auch nicht einfacher gemacht. Der war noch so ein bisschen schmierig. Also die Jungs haben alle so, sind sehr viel ausgerutscht, weil er noch so neu ist. Ich kenne es noch, als wir den neuen Kunstrasen hatten. Aber wir haben es angenommen. Das ist ja jetzt alles, war auch für den Gegner genau dasselbe Problem. Ne? Insofern aber, wir wussten direkt, es wird ein schwieriges Spiel. Die hatten sich viel vorgenommen. Muss sagen, Mülheim hat das sehr, sehr gut gemacht, speziell in der ersten Halbzeit. Haben immer wieder uns hoch angelaufen, haben sehr hoch gepresst, haben sich im Spielaufbau ein bisschen was einfallen lassen, mal mit Dreierkette aufgebaut, haben das eigentlich ganz gut gemacht. Es war so ein, würde sagen, Pari-Pari. Und dann war halt wichtig, dass wir das 1-0 machen. Das war der Dosenöffner, das war ein Standard. Ne, Standard gehört zum Fußball dazu, es ist auch eine Spezialität von uns. Damit machen wir es halt dann, das 1-0, ganz wichtig, Lukas Klappert. Der will das Ding auch machen, da sieht man, also anschließend hat er die Kopfverletzung und geht mit der letzten Konsequenz einfach in den Ball rein. Ja, und dann haben wir einmal Glück, muss man auch sagen, das war genau dieselbe Aktion. Ne? Ich sage ja, wir haben heute nicht brilliert, wir waren nicht so stark, wie wir gegen die TuS waren, aber wir haben die entscheidenden Bälle, haben wir mit diesem absoluten Willen heute dann auch verteidigt. Ne? Der Vadim, den dann kurz vor der Halbzeit, wo unser Torwart schon geschlagen ist, von der Linie holt. Das waren vielleicht die entscheidenden Aktionen, dann auch zweite Halbzeit, wo der Freisieder reingekommen ist, dann auch wieder den Ball auch praktisch vom Torwart weg noch verteidigt. Und das sind so die Dinge, die uns heute einfach stark gemacht haben. Wir haben das als Mannschaft wiedergebracht, alle Jungs, die reingekommen sind. Auch ein Riesenkompliment an Jonas Runkel, der so lang verletzt war und heute auch wieder reingekommen ist und einen Riesenimpuls gesetzt hat. Ja, und so haben wir es heute halt gemacht. Das einzige Wermutstropfen halt Manuel Simons. Er war schon angeschlagen, das hat man heute auch gemerkt. Er kam gar nicht rein. Wir ihn zur Halbzeit leider rausholen müssen. Müssen jetzt abwarten, was ist mit seiner Pantellasehne. Er ist natürlich wieder ein wichtiger Baustein von uns, der wegfällt. Das sehen wir wieder fürs Wochenende, muss man einfach sehen. Aber wir nehmen es mit und wir sind Zweiter jetzt auch, vor allen Dingen fürs Wochenende erstmal. Und das müssen die Jungs einfach genießen, das haben sie verdient. Und ich sage ja, heute haben wir fußballerisch vielleicht nicht immer perfekt gespielt, aber wir haben es halt mit Leidenschaft und dagegen gehalten. Und deswegen haben wir heute auch die 3 Punkte nicht unverdient. Vielen Dank und bis Samstag in Ahrweiler. So, hi Lukas, überragendes Spiel. Du hast das 1-0 geschossen. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, hi Domme. Es war uns klar, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. Hier ein Derby gegen Mülheim Kärlich, ist nie so einfach. Auf einem neuen Platz hier, den noch keiner kannte. Und man muss auch sagen, bei dem Flutlicht, Abendspiel, Derby, komischer Platz, wirklich, also ein Pass 10 cm neben den Mitspieler und der Ball ist weg. Und so war auch so ein bisschen die erste Phase vom Spiel. Viele Ballverluste auf beiden Seiten. Ja, und dann entscheiden eben auch manchmal Standards. Ne? Und nachher haben wir hinten raus, denke ich mal, mit unserer Erfahrung und auch mit einem guten Einsatz, gutes Zweikampfverhalten, haben wir das Ding nach Hause gebracht. Alles gut. Hast du dich beim Tor schwer verletzt? Erster Moment war ein bisschen, Schock ist das falsche Wort, aber ja, einen gegen die Rummel bekommen, mit dem Fuß vom Gegenspieler. Aber ja, als ich dann gehört habe, ich dachte, das Ding wäre gar nicht drin gewesen, als ich gehört habe, war drin, dann war das für mich auch, in Ordnung. Dann nimmt man sowas mal in Kauf. Alles klar, danke dir. Alles klar.